So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Ja, kaum seid ihr da, regnet's. Nein, natürlich regnet's so, weil hier die Tropenzeit ist. Und ich habe ein paar Dinge gemacht ohne euch. Wir haben unseren wunderschönen Place Nationale endlich fertiggestellt und aufgebaut. Ist ja nicht herrlich. Ich habe auch ein paar Bäume gepflanzt, die inzwischen schon gewachsen sind. Aber leider lässt das Wetter nicht zu, dass wir ihn in voller Pracht begutachten können. Rathaus haben wir auch hier. Und ich habe da noch einen Platz drunter gesetzt, dass es nicht so kahl aussieht. Ich finde, das hat auf jeden Fall was. Gerade mit der Kirche haben wir hier so ein Altstadtviertel und den Bahnhof, der kommen wird. Der ist auch im gleichen Stil mit so rot-weißen Elementen. Die Polizei auch. Das passt alles sehr gut zusammen. Eventuell wäre cool gewesen, wenn das hier an der Ecke gewesen wäre. Dann wäre das so alles aus einem Guss, sage ich mal. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Inzwischen haben wir auch 9 Professoren, die hier schön arbeiten gehen. Und wir haben insgesamt 202 Arbeiter mit Universitätsabschluss. Wir können doch mal gucken in die Statistik. Vom letzten Mal. Blopp. Es geht steil nach oben. Exponentiell Anzahl an Studierten. Das ist super. Das brauchen wir auch unbedingt. Wir müssen nur aufpassen, wenn hier irgendwann mehr Professoren als Arbeiter drin sind. Ich habe nicht eingestellt, dass die hier hinten arbeiten gehen dürfen. Ja, was haben wir noch als Problem? Der Stoff. Ich habe den runtergestellt, damit wir mehr Geld bekommen, dass die erstmal das Lager leer machen. Weil ich will das Lager ja nach hier versetzen. Deswegen sollte das eigentlich weg. Jetzt ist so die Sache, dadurch produzieren die nicht mehr so viel. Aber wir haben es geschafft, auf über 1 Million zu kommen. Es ist aber schon Ende 71. Also da ist einiges an Zeit ins Land gegangen. Und wir können mal in die Preisgestaltung gucken. Beim Öl ist eine eindeutige Tendenz nach unten erkennbar. Seit wir Öl exportieren, geht das Öl nach unten. Aber wir wissen ja alle, der Ölpreis und der Treibstoffpreis hängen zusammen. Das heißt, auch der Treibstoffpreis geht wunderbar nach unten bisher. Das heißt, wir müssen auch weniger zahlen insgesamt. Dadurch kriegen wir mehr Geld trotzdem rein. Das ist ein sehr schöner Effekt. Ja. Beim Stoff haben wir natürlich das gegenteilige Ding gehabt. Wo ist Stoff? Wo ist der Stoff? Gib ihn mir. Man sieht, hier habe ich aufgehört, Stoff zu importieren. Dadurch ist er günstiger geworden, aber jetzt geht er immer steiler nach oben. Inzwischen ist er bei 759 zum Kaufen gegenüber 449 zum Kaufen. Also 300 teurer pro Einheit. Aber auch da das Gute ist, die Kleidung hängt am Preis vom Stoff so ein bisschen mit dran. Also wird auch die teurer über Zeit. Aber man sieht, je nachdem wie viel ich verkaufe oder nicht verkaufe, man sieht, diese 3 LKW fahren ja nicht regelmäßig. Ein Monat weniger, ein Monat mehr, ein Monat weniger. Das hat direkten Einfluss auf diese Preisgestaltung hier. Je unregelmäßiger die fahren. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Und dann können wir mal gucken, was macht denn dieser Pflanzenkornpreis? Der geht halt auch hoch, aber der ist halt bei 34. Und wenn wir jetzt überlegen, wir brauchen 4 Korn für 34, sage ich mal. Machen wir mal 30, 4 mal 30, 120. Dann haben wir so viel Stoff, wie wir quasi brauchen, um eine Tonne Kleidung zu produzieren. Und die können wir halt dann für 1000 oder so exportieren. Das ist wesentlich mehr, als wir jetzt, oder weniger, als wir für den Stoff selber halt zahlen, nicht? 800 gegen 120 plus die Arbeiterkosten halt. Das ist das einzige Problem. Genau, das sind so die Pläne, die wir jetzt vorhaben. Und ja, ich hoffe mal, das klappt. Was wir aber als Problem haben, die LKWs schaffen echt gut was weg. Eventuell müssen wir das hier in Bauauftrag geben, dass das gebaut wird. Ich hätte da, glaube ich, auch gar nichts dagegen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das doch.
und sagen, das hier soll gebaut werden. Dann kommen da nochmal zwei Pumpen dazu. Das sollte dann auf jeden Fall reichen, dass wir da einen stabilen, dauerhaften Export hinbekommen. Die Baubüros fahren los. Und stimmt, ihr habt auch ein bisschen recht, was wir bei den anderen Baubüros hatten. Bisschen Deko schon mal hier, dass die so ein bisschen eingewachsen sind, nicht? Ja. Und sehen die so trostlos rumstehend aus. Besser. Palmensträucher auch noch. So. Dann kann das da wunderbar zuwachsen. Und dann sieht das ein bisschen, ja, wie so eine Oase aus irgendwo. Holz haben wir gar nicht als Industrie geplant, fällt mir ein. Holz wäre hier hinten irgendwo, könnte man die hinbauen. Aber da habe ich gar nicht dran gedacht. Eventuell machen wir die Holzindustrie hier nebenhin. Interessant. Ah, Bretter kosten auch nicht so viel. Aktuell, nicht? Das Spiel sucht natürlich immer Möglichkeiten, Sachen teurer zu machen. Und wenn Bretter das Einzige sind, was man nicht selbst herstellt, dann wären Bretter natürlich zwangsweise teurer. Deswegen sollte man das zumindest vorsehen, dass man das dann irgendwann auch selber hat. Ich meine, bald können wir, wenn wir in die Uni gucken, mit unseren Professoren und den Anzahl der Studierten, da kommt gleich der Bus mit den Professoren, 6 Stück, Klingsi Klongsi, da können wir auch, glaube ich, die Linie langsam erhöhen. Ja, hier stehen nämlich einige Professoren rum. Dann holen wir uns mal einen zweiten Bus, dann gehen nämlich mehr Professoren in die Uni. Und dann erhöht sich das nochmal. So, der da ist es. Und bist du das? Ja. Und dann haben wir da zwei auf der Linie. Sehr schön. Sollten wir nicht einfach forschen und auf Stahl gehen? Nein, weil wenn du mit 200 Leuten forschst, hast du keinen mehr im Krankenhaus, die Leute sterben und du bist pleite. Wäre also ziemlich blöd, das zu tun. Man könnte mit einem einzelnen Professor forschen, aber du kannst das nicht so genau einstellen. Und dann hast du irgendwann das Problem, dass du nicht genug Leute hast. Würde ich nicht machen. Aktuell sieht die Quote gut aus, aber ich würde erst sagen, wenn wir so viele haben, wie wir vorher hatten, weil die werden bald sterben, also die hier müssten eigentlich bald tot umfallen. Die sind von 65, die leben 3 Jahre eigentlich nur. Die müssten eigentlich schon tot sein. Das ist wahrscheinlich die Welle hier gewesen. Da habe ich aber zweimal nachgekauft. Das heißt, die hier, die sind von 1970. Die werden jetzt in 1, 2 Jahren sterben. Und die anderen hier auch. Also an sich, entweder haben wir Glück und das geht steiler nach oben als nach unten. Oder wir kriegen hier einen harten Cut, dass auf einmal 20, 30, 40 sterben. Und da brauchen wir genug Vorrat. Gute Nacht, normaler Mensch. Schlaf schön. Außerdem haben wir ja Geld. Also warum sollte ich daran rütteln und irgendein Gleichgewicht auseinanderbringen, nicht wahr? Das wäre auch nicht gut. Also, ich hatte am Anfang kurz überlegt, mit dem ersten Professor halt zu forschen und dann sind halt genau diese 40 Leute gestorben und dann hatte ich keinen mehr im Krankenhaus. Von daher warten wir lieber noch. Ich meine, jetzt sind 10 Leute da und wir haben auch keine Pandemie. Das kam wahrscheinlich alles zusammen damals in dem Spiel. Ah. Aber gut. Jetzt geht natürlich auch das Geld, was wir gerade haben, hier für den Stahl drauf. Das erste Rohr ist schon fertig. Sehr gut. Und reicht der Strom von hier bis da hinten hin? Ich glaube nämlich nicht. Oder? Hatten wir das so gut geplant? Doch, würde reichen. Aber er ist wahrscheinlich überlastet. Gut, wir müssten das abreißen. Unten Verteiler hier noch hinbauen. Warum habe ich denn das nicht gemacht, ich Idiot? Weil das ist ja der Transformator, aber nicht der Verteiler.
Eigentlich müsste ich hier noch einen Verteiler hinbauen, Stromverteiler. Das Ding da ranziehen, das dann abreißen und das dann da anschließen. Hm, ich weiß, wie wir das machen. Genau so. Dann schließen wir das hier. Ah, das geht nicht. Ah, ich dachte, ich kann hier direkt von abgehen nochmal. Nur solange nicht gebaut ist, nicht? Aha. Ja, das ist blöd. Okay, aber wir wollen das ja dann so anbinden. Das heißt, das können wir schon mal bauen. Dann müssen wir den hier wegreißen, das dahin machen und hier hinten noch einen dieser Stromverteiler setzen. Machen wir so einen vielleicht. Vielleicht hier hin. Dann haben wir nach hinten nämlich noch ein bisschen mehr Strom. Ich glaube, das ist gut. Naja, am Mast geht schon was weg. Ja, ich dachte. Aber ich muss erst abreißen und dann ransetzen. Naja. Es hätte ja so einfach sein können. So, und jetzt ist so die Sache. Dann können wir gleich noch einen zweiten Verteiler bauen. Weil wenn ich das jetzt wieder mache, dann habe ich gleich wieder ein Nadelöhr. Machen wir doch hier noch einen Verteiler. Und danke für den Follow, Geronimo. Oder Geronimo. Machen wir den Verteiler hier hin. Den bauen wir dann daran. Und den... Nee, okay. Und dann eigentlich wollte ich das daran, nicht? Wartet. Das sollte daran. Dann müsste das daran. Dann wäre es besser, wenn der hier nach da zeigt. Okay, nochmal kurz Umbau. Kriegen wir alles hin. Haltet euch fest. Was ist hier passiert? Wer war das von euch? Wer hat hier schon wieder gekleckert? So. Dann haben wir da noch einen frei, falls wir hier hinten hingehen müssen mit Strom. Und hier gehen wir dann an den ran. So. Aber da warten wir erstmal, dass die Sachen fertig sind. Dann ist hier Strom. Dann können die Pumpen nämlich weiterarbeiten, während wir das hier umbauen. Dann haben wir nicht einen Komplettverlust. Das klappt. Feuerwehr steht auch bereit. Da haben wir auch genug Abdeckung. Die kann sogar ein bisschen von der Stadt mit retten. Aber hier haben wir ja auch die Feuerwehr. Und ja, ich glaube, mit dem Stoff haben wir jetzt den Zenit erreicht. Wir müssen dann das bauen. Ich weiß halt nicht, ob die Million dafür reicht. Ich würde die Fabrik auch aussetzen. Die würde ich nicht bauen. Das würde ich nochmal weglassen hier. Das brauchen wir nicht. Ich weiß, es gibt irgendwo auch ein automatisch Nicht-Bau-Ding-Zieh-Irgendwas. Aber ich mach's von Hand. Dann habe ich besser Kontrolle darüber. Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. Den Rest bräuchten wir, um zwei Fabriken zu bedienen. Müll hatten wir, Abwasser hatten wir noch nicht. Und die brauchen richtig viel Abwasser. Da haben wir aber auch noch Platz. Das ist doch wunderbar. Drei Dinger. Würde doch eigentlich komplett reichen, oder? Ich habe hier auch irgendwo einen Anschluss. Hier haben wir den. Ich würde noch so einen Zwischenanschluss hier irgendwo hinsetzen. Vielleicht auf die Seite. Auf der anderen fahren die Züge später. Dass wir da rangehen werden. Machen wir so. Und dann... Ja, hier, oder? Und ich mache mal wieder meine Pumpe. Ich weiß, viele
finden das wahrscheinlich komisch. Ich mach's aber so. Gibt bestimmt tausend Techniken, wie man das anders bauen kann. Aber ich glaube, ist halt echt das Coole, dass jeder so seinen eigenen Baustil auch entwickeln kann. Was ich zum Beispiel bisher immer lieber gemacht habe, war zwischen den einzelnen Sachen überall Gabelstapler zu bauen. Aber das hat den Treibstoffpreis irgendwann so krass manipuliert. Beziehungsweise hat super viel gekostet, dass ich das nicht mehr machen wollte. Jetzt. Oh. Ich glaube, ich brauche hier aber noch so einen normalen Anschluss. Den würde ich gar nicht hinkriegen, wenn wir nicht noch einen hier hin machen. Dann machen wir hier noch einen hin. Ich meine, solange die auf einer Ebene sind, ist glaube ich auch egal, oder? So, so. Und wo machen wir den Abfluss hin? Vielleicht direkt hier, aber ist zu eng, oder? Kommen wir da rum mit dem Rohr? Ja, geht. Wunderbar. Okay, und dann hätten wir hier sogar noch eine weitere Anschlussmöglichkeit. Damit wäre dann das Abwasser für da fertig. 12% Gefälle brauchst du, glaube ich. Okay. Das ist ja... Hä? Wie krass ist denn bitte das? Habt ihr das gesehen? Die waren doch auf dem Weg safe woanders hin. Ich habe eine Straße gebaut und die sind direkt abgebogen zu dem Ding. Hä? So. Oh, guck mal, dann fahr doch lieber dahin. Dann müssen wir nicht so weit arbeiten gehen. Schweinebande. Die arbeiten am Rohr. Ja, aber die wären ja so oder so von hier nicht an dieses Rohr gekommen. Guck. Die sind ja auf irgendeinem Weg gewesen und ich habe ja den Weg erst in dem Moment gesetzt, als sie hier waren und dann, oder hier waren und dann sind sie umgebogen und sind hier rangefahren. Eigentlich hätten die ja dann hier ranfahren müssen. Die konnten ja nicht ahnen, dass ich den Weg in dem Moment setze. Das erklärt auch, warum die manchmal die Priorität nicht beachten. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich was auf niedrige Priorität mache, dann geht es schneller fertig, als wenn ich es auf hohe mache oder mittlere. Zass, das Spiel. Definitiv. Wir nehmen auch immer nur eine Tonne Kies mit. Ich meine, vielleicht ist die Ausbildung auch noch nicht die beste. Vielleicht bin ich ja doch das Problem. Okay. Das Gute ist, die Baubüros bauen das hier oben und die anderen Baubüros bauen das da hinten. Und dann sind alle, glaube ich, zufrieden. Oh, aber ich habe ein Problem, weil das Abrissbüro ist hier hinten. Und selbst wenn ich dem 3,5 Kilometer sage... Na doch. Das würde klappen. Na, wo ist 3,5? Da. Vielleicht mache ich das aber anders für die kurze Zeit... Brauche ich da eigentlich ein richtiges Abrissbüro? Aber das kann ich einfach nicht mitnehmen, nicht? Bei den Kosten, die wir gerade haben. Das geht einfach nicht. Boah, ey. Es gibt einfach auch zu viele Sachen in diesem Spiel. Depots, bla, blub, blub. Bauwirtschaft, nicht? Wo? Hier. Abriss. Boah. Gratis. Machen wir hier einfach an die Tankstelle. Ja, aber nicht hier eine richtige Straße. Pisch, weg damit. Brauchen wir nicht. So, und dann machen wir Trick 17. Dann können wir die nämlich von hier einfach dahin bringen. So. Das einzige, Arbeiter müssen die sich von hier holen und, weiß nicht, Kies, Bauschutt. Schüttgutlager? Nee.
Das wird nicht funktionieren. Dann so. Und dann können wir das hier hinten nämlich wegreißen. Weil das brauchen wir nicht mehr. Weg, weg, weg. Lässt noch ein Lurk da. Vielen, vielen Dank nochmal für den Raid. Hat mich sehr gefreut. Auch, dass du mal wieder online warst. Hast du aber wahrscheinlich von vielen gehört. Versunken im Nirgendwo. Manchmal fragt man sich, wo sind die Leute nur, wo man gerne mal zugucken würde, wenn man Zeit hat. Aber dann tauchen sie wieder auf und das ist das Schöne. Soll ich dir sagen, was fehlt? Die Suchfunktion für Gebäude geht nicht mehr. Suchfunktion für Gebäude? Gab's die mal? Also ich habe noch nie eine Suchfunktion für Gebäude genutzt, geschweige denn gesehen. Nein, aber die fehlt. Ach so, so meinst du das. Ja, wobei das Problem bei, ich finde, Suchfunktionen bringen nichts. Stell dir mal vor, du suchst Stofffabrik. Aber es heißt Bekleidungsfabrik, aber du kommst nicht auf Bekleidung. Dann suchst du Fabrik, dann hast du 30 Objekte trotzdem, die du durchgucken musst, nicht? Also, du musst ja wissen, wie das Gebäude benannt ist, um es zu finden. Um es zu finden, kannst du dann auch in die Kategorien gehen. Ich weiß nicht, ob eine Suche so viel hilfreich ist. Also dann kannst du dir die hier auch oben hinpacken, nicht? Da hast du ja auch einige Reiter, bis zu 9, 10 sogar. Das finde ich dann eigentlich ein bisschen praktischer. Dann kannst du dir da 1 Strom, 1 Häuser, 2 irgendwas machen. Aber das dämmt es ein. Ja, zumindest. Aber problematisch ist, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Da hatte ich das auch immer. Da habe ich was gesucht und er hat einfach keine Suchergebnisse gehabt. Und ich so, das ist aber doch drin. Wie hieß denn das Ding? Und dann hat das so einen ganz komischen Namen mit einer schlechten Übersetzung. Und da habe ich länger gebraucht, das zu finden, als die Kategorien durchzugehen. Da muss die Suche so intelligent sein, dass wenn ich Abriss suche, er alles, was mit Abriss zu tun hat, auch findet. Auch wenn das Gebäude zum Beispiel Vernichtungsbüro Dynamit heißt oder irgendwas, nicht? Also keine Ahnung, wie man das nennen würde sonst. Oder Abwrackbüro, nicht? Dass das aber auch unter Abriss gefunden wird. Und dafür wird irgendwann KI wichtig. Sowas kann KI machen, nicht? Ah, der sucht Abriss, also kann ich auch das Abwrackgebäude ihm zeigen. Die gehören thematisch zusammen. Ansonsten bräuchtest du immer eine Liste von allen Worten, die vorkommen können, mit allen Worten, die dagegen matchen. Und das kriegt man halt nicht hin. Dafür ist die KI perfekt. Und genau für sowas ist sie nur perfekt. Ansonsten ist sie teilweise echt zu gefährlich. Gebäude hat keinen Strom. Okay. Die sind auch da. Jetzt sind die auch da. Dann können wir nämlich abreißen. Und zwar... Ja, nur da, genau das Ding hier. Das können wir abreißen. Und jetzt ist die Frage, können wir schon anbauen? Noch nicht. Okay. Elektrizitätsproblem. Ach, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das Problem ist, die können auch nicht mehr auspumpen, oder? Doch. Okay. Wo hast du denn den Strom her? Ach, von da. Ah, die paar Dinger laufen noch. Eine Pumpe läuft noch. Immerhin. Läuft es nicht ganz leer. Und hier fehlen noch ein paar Sachen. Okay, boah, ey. Ich sag euch aber, das ist echt heiß. Ich bin froh, wenn ich gleich das Fenster aufmachen kann. Ja. Ach so, ja, Frischwasser müssen wir noch planen. Ich habe in der halben Planung aufgehört.
Da, da und da. Da, da, da. Dann, von wo kommt Wasser hier? Die Stadt ist nämlich autark. Hier kommt Wasser an. Dann brauchen wir einen Verteiler am besten hier. Da können wir auch dann das Dings hinsetzen für die Ecke. So. Das ist nicht hübsch. Grandios, oder? Die kriegen ein mittleres Rohr an der Stelle. Plonks. Die kriegen sie ein großes Rohr. Plonks. Fertig. Bauen. Schicki. Und jetzt brauchen wir für die Verteiler. Einmal geht der nach hier. Und einmal geht der nach hier. So. Das heißt, einmal dort ran, einmal dort ran. So, und du... Manchmal kann man es andersrum besser hinbekommen. Das ist jetzt nicht so wie geplant. Aber dann sieht es besser aus. Ah, hier auch. Dann machen wir es so. So. Ich meine, die bauen eh nur bis da, weil keine Straße da ist. Dann passt das. Und was fehlt dem hier? Strom. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Aber da haben wir... Wo haben wir denn den Stromverteiler? Also der geht nach hier. Und dann haben wir den. Müssen wir von denen hier abgehen. Einmal hier rüber, wenn es geht. Das könnte problematisch werden. Oder wir gehen hier mit lang. Also am besten wäre, wenn er hier läuft, nicht? So, da hätten wir hier alle Möglichkeiten. Wenn er noch gerade stehen würde, wäre noch besser. Details, ich weiß. Stau? Warum? Wo? Wieso? Ja, weil kein Strom da ist. Ist ja okay. Das ist immer noch nicht weg. Da fehlt immer noch ein bisschen Müll. Und guck mal hier, die arbeiten sogar richtig und schaufeln und hacken und machen und tun und warten eigentlich nur darauf, dass der Müll abgeholt wird, nicht wahr? Und erst wenn der weg ist, jetzt kann ich die beiden anschließen aneinander. Sehr gut. Aber genau deswegen habe ich so eine lange Straße nach hier, damit die sich hier nämlich stauen können und das scheißegal ist. Genau. Jetzt arbeitet nicht mehr die eine Pumpe. Ach, weil die keinen Strom hat. Okay. Ja, gut. Dann muss das da erst fertig werden. Anders nicht möglich. So, kommen wir von hier nach darüber. Das finde ich zum Beispiel auch so lächerlich. Man kommt nicht über Müllplätze oder so mit einem Strommast. What? Warum nicht? Also das sind so die kleinen Momente, nicht, wo man denkt so, naja, warum? Wie habt ihr eigentlich jetzt mal diese 1-0 wahrgenommen? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin... wieder begeistert, aber einfach, weil das Spiel von sich aus gut ist, aber von der 1-0 trotzdem immer noch enttäuscht.
Da hätte ich mir echt mehr gewünscht. Auch von den Biomen. Ich glaube, da hätte man auch noch ordentlich was rausholen können. Wir hatten gestern so gute Ideen, was man noch alles hätte machen können. Zum Beispiel nicht nur Biome, sondern vielleicht auch spezifische Gebäude wie Rumfabriken oder. Das wäre auch alles noch möglich gewesen, nicht? Dass man so pro Biom noch ein spezielles Gebäude hat irgendwie. Aber nix war da. Das ist ein bisschen schade. Ja, das steht echt ein bisschen eng hier, diese doofe Sache. Gut, aber die Straße können wir ja später noch mehr im Bogen machen lassen. Dann gewinnen wir da auch nochmal Platz vielleicht. Ist das ja die Variante, die wir nehmen müssen. So. Und dann brauchen wir, das finde ich auch immer, man braucht immer dann noch einen Verteiler vom Verteiler. Also einen Transformator vom Verteiler aus. Haben die jetzt dieselbe Ausrichtung? Ja, passt. Wackelt und hat Luft. Und da brauchen wir ja nur den kleinen Zehner rüber hieven Songs. Und hier kriegen die ja, irgendwo, wo Platz ist. Achso, nee, hier kriegen die den grünen, nicht? Ja, den grünen. Den stellen wir hier hin. So. Und ja, das wäre cool, wenn wir den drehen würden, oder? Ja. Aber wenn ich den so mache, dann muss ich wieder mit dem Kabel rum. So kann ich einfach 1:1 das benutzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler, wenn ich das so machen kann. Und dann brauche ich nur Flonks darüber. Ich hoffe, das passt. Ja, ich glaube, der steht doof an der Stelle. Ja, das gefällt mir erstmal soweit. Und den habe ich weggerissen. Warum haben sie die eigentlich noch nicht gebaut? Frage ich mich. Warum ist der kein Bauamt zugeordnet? Ach, die Straße ist hier nicht angeschlossen. Okay. Erklärt einiges. Kaum Veränderungen, Biome. Naja, die waren ja mit dem Game überflüssig, meiner Meinung nach. Finde ich gar nicht. Ich finde Biome eigentlich ganz eine coole Sache, aber sie gehen mir nicht weit genug. Und hier, da haben wir wieder einen Abrissbug. Erst gar nicht und dann zu viel. Aber natürlich, also sie bringen halt wenig Sinn rein, nicht? Obwohl, es gibt mehr Regen in den Tropen, es wird kälter in Sibirien und es wird zu heiß in den anderen Dingern. Also, es hat schon eine Auswirkung an sich. Aber man kann nicht sagen, das bringt gar nichts. Aber so, mir fehlt da so ein bisschen die Tiefe. Ist vielleicht das richtige Wort. Das hätte intensiver sein können, gerade nach der Zeit. Kann man Kühlung bauen? Nicht, dass ich wüsste halt, nicht? Das fehlt komplett. Ich habe gestern auch geguckt, ob es hier irgendwo Klimaanlagen an Gebäuden gibt oder sowas. Mm-mm. Also hier ist, in den Tropen ist durchgängig eigentlich so 20 Grad. Da einmal 8 Grad im Februar hatten wir. Und dafür brauche ich keine extra Heizungsanlage. Deswegen habe ich Heizung hier deaktiviert, als wir neu gestartet haben. Ah, die Pumpen laufen wieder. Sehr gut. Jetzt auch mit den beiden neuen. Schick, schick, schick. 93%, 81%, 69%, 69%, 80%. Und das Lager dürfte sich dann langsam füllen.
Wobei die jetzt auch alle gleichzeitig zurückkommen. Immer im Zweierstrupp, nicht? Ja, stimmt. Letzte Chance zum Kauf, mir egal. Okay, aber dann haben wir die Umwandlung mit dem Strom hier und wir haben sogar noch Erweiterungsmöglichkeiten an der Stelle. Ah, ist eine doofe Seite, nicht? Eigentlich hätte ich noch einen gebraucht für nach hinten. Naja, gut. Nachdenken ist nicht meine Stärke. Hier bräuchte ich einen komplett großen Verteiler vielleicht. Könnte die später wegreißen, hier einen großen Verteiler in die Richtung vielleicht machen. Aber ja, da müssen wir wissen, wie wir die Pumpen denn verteilen wollen. Passt erstmal soweit. Du hast auch einen Fehler gemacht beim Strom. Erzähl. Ah, laufen nicht so voll. Trotz der neuen beiden Pumpen. Da kommen schon die nächsten zurück. Aber wir sind immer noch im Plus. 5000 im letzten Monat. 12.000 in diesem Monat. Das könnte ein komplett erstes positives Jahr werden. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und dann lassen wir sie erstmal das bauen. Und dann können wir das anschließen nach und nach. Wasser bis hierhin ist da. Abwasser bis hierhin ist da. Sehr gut. Und dann kriegen wir noch mehr Geld raus. Und von hier aus kann man dann ja auch so Sachen wie vielleicht hier noch Essen oder Alkohol kann man hier noch hinsetzen. Obwohl Essen und Alkohol Richtung Stadt vielleicht cleverer wären, weil das die Arbeitskräfte braucht und dann die Felder hier hinten lang ziehen. Irgendwie so. Einmal von der Grenze mit einem Hochspannungsleitung weggehen, ab nur einen kleinen am Laufen. Unterirdisch. Ja, wenn du keine zweite Anschlussstation hast, die du dann erstmal temporär nutzen kannst, bis du das Problem umgebaut hast. Aber ich baue immer eine große Verteilungsstation direkt dahin, um in alle Richtungen abgehen zu können, mehrfach. Da gibt es gibt's coole Sachen im Workshop. Diese Transition 110 kV. Die gibt es auch in kleiner, in größer. Dann gibt es so große Verteilungsgebäude, die finde ich ganz gut. Und die gibt es auch in ganz klein. Das ist dann alles aber vom selben Mod, die drei Verteiler in der Größe hier. Aber da, hier hast du halt vier, die abgehen. Finde ich halt besser als den, der im Spiel ist. Der hat halt nur drei. Und drei ist immer so, du musst zwei Dreier nebeneinander bauen, damit es Sinn macht. Weil du schon zwischen zwei Dreiern einen Eingang verlierst du. Also hast du dann nur noch zwei, von denen du abgehen kannst. Und bei einem willst du dann in einen Transformator. Und ah, das ist immer ein bisschen blöd dann. Und unterirdisch, da hast du ja auch ein Spannungsproblem, nicht? Der schafft ja nur 12 Megawatt. Und der hier schafft 15. Also ist es ja wichtig, wegen diesen ja, Spannungs- und Stromstärkewerten und Leistungswerten. Uiuiui. Ah ja, jetzt läuft es langsam voll, nicht? 40. Gut, jetzt kommen auch viele hintereinander. Jetzt läuft es wieder leer. Oh. Ja, ich glaube, wir sind da so auf plus minus 0 gerade. Aber das ist voll okay. Lieber plus minus 0. Genau, plus minus 0. Aber jetzt fahren alle wieder raus und dann kriegt er wieder genug, dass wenn die zurückkommen, er sie auffüllen kann. Das ist doch schön. So, Stoff haben wir halt nicht genug. Die Fabriken sind voll mit Arbeitern. Wir haben inzwischen 224 mit Universitätsabschluss. Und in der Uni sind 7 Professoren gleichzeitig. Sehr gut. 9 Professoren. Das heißt,
der Faktor, der dürfte immer weiter nach oben gehen jetzt. Und ich glaube, ja, guck mal, jetzt haben wir genauso viel geschafft. Und dann können wir, glaube ich, sagen, wir gehen in die Forschung. Dann gucken wir uns heute noch den Forschungsbaum an. Wo ist denn der? Hier, Forschungsbaum. Gut, medizinische Uni haben wir noch nicht. Da kann ich nicht forschen. Ingenieurwesen könnten wir forschen. Metallurgie, Stahl könnten wir forschen. Studie zu Beton. Ah, Plattenbauteile. Verstehe, verstehe, verstehe. 800 Arbeitstage. Umweltbasisforschung. Umweltüberwachung. Luftfilter. Forststudio. Ökologie. Pflanzrichtlinien. Treibstoffherstellung. Raffinerie. Würde mir eigentlich am besten gefallen. Weil dann... Ach so, wir müssen Bitumen und das erforschen, nicht? 2600, 3600, 3900, 4500 Forschungstage. Oh, Chemikalien, aber da brauchen wir Korn eh für. Geologiekarte 1500, für Bauxit brauchen wir auch noch lange nicht. Flughäfen brauchen wir nicht. Die Müllverbrennung, Arbeitung, hilft aber auch erst, wenn man die Mülltrennung hat. Dann braucht man aber auch riesige Lager. Gaskraftwerk brauchen wir nicht. Düngen. Düngen ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir rübergehen wollen. Und hier kommen dann die sowjetischen Forschungen wie Pass und Co. Ne, dann gehen wir auf Düngen. Achso, das muss ich hier auswählen, nicht? Zack. Und wir müssen einstellen, wie viel forschen sollen. Maximal 2, maximal 3. Und die anderen sollen da oben rein. Ja, ich glaube, das ist gut. So, wir sehen aber, hier sind ganz viele inzwischen, die auch einfach nur Professoren sind, die keinen Job mehr kriegen. Wobei die einfach hier hingehen könnten. Hier hinten ist auch gut ausgelastet. Hier ist auch gut voll. Aber wir sind quasi im Forschungszeitalter heute noch angekommen. Oh, da fehlt die... Oh, shit. Ich glaube... Ja. Kaka. Weil der hat eine Straße und der hat keine Straße. Das finde ich zum Beispiel auch so ein Schwachpunkt. Warum kann ich einen Fußgängerweg nicht hier drüben anschließen? Also, warum nicht? Also, wo ist die Abgrenzung? Warum ist das ein Problem? Nicht wahr? Kiesstraße läuft. Ja, Öl ist leicht im Plus. Das ist doch schön. 18.000 im letzten Monat eingenommen. Und wir gucken nochmal auf die Jahresbilanzen. Wir gehen mal auf aktuelles Jahr. Aktuelles Jahr haben wir 30.000 plus gemacht bisher. Und das ist erst März. Also schon mal ein gutes Jahr. Hier, guck mal. Exportiert haben wir für 235.000 Kleidung und 56.000 Öl. Gefällt mir. Wir haben Stoff importiert. Das wollen wir auf jeden Fall runterdrücken. Treibstoff, Stahl, Essen sind unsere drei Hauptdinger danach. Das andere spielt alles keine Peanuts, oder sind Peanuts, nicht? Also die anderen ergeben so viel wie die ersten drei zusammen. Und dann gucken wir noch auf das letzte Jahr. Das letzte Jahr ist mit 381.000 im Plus gewesen. Auch sehr gut. Und dort haben wir fast 733.000 aber für Stoff ausgegeben. 129.000 für Treibstoff ist auch vertretbar. 91.000 für Essen und 73.000 für Stahl. Ich glaube, Stahl ist generell billiger geworden im Spiel. Sonst hatten wir immer Stahl für 200.000, 300.000, auch wenn wir nur Kleinigkeiten gebaut haben. Exportiert Kleidung für 1,3 Millionen im letzten Jahr und Öl für 354.000. Das ist, glaube ich, eine gute Summe.
Und wenn wir uns jetzt das Jahr davor angucken, haben wir minus 451.000 gemacht. Das war ein teures Jahr, weil wir Leute eingekauft haben und Fahrzeuge. Das waren allein 290.000, die da nochmal raufkamen. Sonst sind wir immer so 200.000 im Minus gewesen. Und auch hier haben wir Leute einkaufen müssen. Hä? Ja. 69. Krass. Nee, warte mal. Letztes Jahr. Shane. Und jetzt muss ich hier beim Jahr so rum. Minus 451. Minus 767 sogar. Und da hatten wir sogar mal ein positives Jahr. 136. Minus 220. Minus 1,9 Millionen. Immer wenn ich Einwanderer einlade, hatten wir so krasse negative Werte. Ansonsten 100 bis minus 200.000. Ah, und die Palmen auf unserem Platz sind gewachsen. Das sieht doch gut aus. Also da muss ich mich mal auch selber loben. Auch wenn die Straßen krumm und schief sind. Aber man sieht es ja eigentlich auf der Rollbahn gar nicht so. Schöner hätte ich noch halt so ein paar Steinziegel oder so gefunden. Booster drauf. Ich würde sagen, es läuft. Positiver Cashflow. Wir sind an der dritten Industrie in, oder sogar eins, zwei, drei, ja, an der vierten Industrie, um sie zum Laufen zu kriegen. Da brauchen wir dann auch mehr Einwohner. Wenn die da fertig sind, dann werden viele davon auch hier hingehen. Dann verteilen die sich über die ganzen Gebiete. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir hier einen neuen Bezirk kriegen. Und vielleicht auch einen Bahnhof hier irgendwo vorsehen. Also wir wollen ja hier rum, hier im Bahnhof, hier im Bahnhof. Ja, und eigentlich hätte ich dazwischen vielleicht Platz lassen sollen für einen Bahnhof, für beide Seiten. Ja. Weil da müssen ja schon echt viele hin. Man könnte hier im Bahnhof irgendwie hinbekommen, aber da ist das Lager im Weg. Ah, Gut, aber hier wäre eh nur die Straße da. Ich könnte die Straße ja ändern. Dann hätten wir hier Platz für einen Bahnhof. Und dann könnten die Leute hier rein und nach da laufen. Ja. Ich werde das gleich noch machen in dieser Folge, bevor ich es wieder vergesse. Und wir waren ja eh hier auch zu dicht dran. Das heißt, wir machen das Ganze gleich richtig. Und machen ein bisschen größeren Abstand. So. Und dann haben wir da alles gesichert. Und morgen schließen wir es an, dann bauen die das. Dann sind wir hoffentlich alle glücklich. Oh, wir machen noch begrünen. Zang, 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 zang. Ihr kennt's. Dann kann nämlich schon die Wiese und alles sich erholen. So. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Morgen starten wir Großbauprojekt Nummer 4 und dann ein neues Stadtviertel. Wir sehen uns, bis dann und tschüss.